Aber jetzt auch zum Thema Vereinigung Cerebral. Wie viele Behinderte haben die denn angestellt? Also bei uns ist es so, also wir sind einfach vielleicht schnell zwei, drei Angaben zu der Vereinigung Cerebral Schweiz. Die ist jetzt 62-jährig, ist so ein typischer Behindertenverband, der kurz vor der Gründung von der IV gegründet wurde, 1957, von Eltern, die einfach plötzlich so ein Kind bekommen haben. Oder wir haben ja gehört, das ist eine Geburtsbehinderung. Und heute hat sie rund ein bisschen mehr als 6'000 Mitglieder in der ganzen Schweiz und 20 regionale Vereinigungen. Unter anderem auch eine hier im Kanton Zug, die gemeinsam mit Insieme läuft. Und wir sind in Solothurn, haben dort einfach quasi Geschäftsstelle von der Dachorganisation. Und dort sind wir, haben wir also 4 Vollzeitstellen, die mit 5 Leuten besetzt sind. Und ich bin dort 100% angestellt als Betroffene. Okay. Und in den Kantonen haben wir Geschäftsstellen mit unterschiedlicher Grösse. Und dort sind zum Teil auch Behinderte angestellt in unterschiedlichen Funktionen, aber die meisten sind auch natürlich in den Vorständen und in den Begleitgruppen. Wenn du kurz willst, ein bisschen erzählen, was macht Cerebral? Also, was ist euer Tagesgeschäft? Also wir sind eben eine gesamtschweizerisch tätige Behindertenorganisation, die eigentlich mal ursprünglich von Eltern gegründet worden ist, die eben so Kinder bekommen haben. Und wir machen sehr viele Projekte im Bereich eben gesellschaftliche Inklusion vorantreiben. Unter anderem Assistenz ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben seit Jahren Auslandreisen, Ferienreisen angeboten für Menschen mit CP. Das machen wir immer noch. Aber auch dort setzen wir jetzt mehr auf Inklusion setzen und auch privat, also quasi einzelne und kleine Gruppen unterstützen, indem wir ihre Assistenz übernehmen oder die Kosten von der Assistenz für das Arrangement, das sie haben. Also wir machen, und dann machen wir eben auch politische Interessensvertretung zusammen mit den anderen Verbänden. Es ist relativ ein breites Spektrum, das wir abdecken. Und wir haben eben eigentlich eine relativ interessante Struktur, weil wir gleichzeitig für die Eltern, für die Betroffenen und auch für Fachleute da sind. Darum weiss man nicht so genau, für was wir eigentlich stehen. Also, das ist bei uns auch intern ein bisschen so eine Diskussion. Ja, sind wir jetzt eigentlich immer noch eine Elternvereinigung oder sind wir quasi ein radikaler Verband von der Betroffenen? Oder? Und was machen eigentlich die Fachleute in diesem Bereich, also eben Leute, die zum Beispiel in Institutionen arbeiten, mit Menschen mit CP oder Ärzten oder so, was haben die für Bedürfnisse an uns? Und das gibt einfach eine ganz breite Palette von Sachen, die wir machen. Das glaube ich. Und wie wichtig ist denn euch auch Öffentlichkeitsarbeit? Also wir sind natürlich schon sehr interessiert, eben zu schauen, dass vor allem Leute wie eben ihr oder jetzt zum Beispiel auch der Islam Aliyei und so, einfach so die Jungen, die wirklich etwas zu sagen haben, in dem Sinne, jetzt sind wir natürlich auch interessiert, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Darum haben wir auch den Kanal jetzt wirklich mit viel Freude mit dem begleiten und beobachten. Oder? Und das ist einfach sehr wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt gestartet, dass wir eine digitale Assistenzplattform machen wollen. Das ist eben CLEA, sagen wir, der Schlüssel zur Assistenz. Dort geht es einfach darum, dass man ja in der Schweiz kann, seit 2012 Geld bekommen von der IV, um mit Assistenz zu leben. Und dass das aber einfach im Moment noch zu wenig bekannt ist. Also einerseits gibt es zu wenig Leute, die so leben, und es gibt aber auch zu wenig Leute, die diese Arbeit machen wollen. Und wir haben jetzt ein Projekt am Start und jetzt gerade einen Verein gegründet für das, dass man eben eine digitale Plattform entwickeln kann, wo Leute, die Assistenz suchen und Leute, die Assistenz bieten, sich finden können. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, die erste Vorstandssitzung gehabt und auch einen Vorstand. Und also im Vorstand habe ich viele Behinderte gesehen. Also ist es eigentlich ein Verein mit und für Behinderte? Also ich glaube, wir profitieren schon davon, eben dass wir dass die Vereinigung wirklich relativ eine gute Verbindung hat zu der Basis und eben weiss, was die Betroffenen im Moment beschäftigen. Und wir haben eben auch das Glück, dass wir eigentlich jetzt immer mehr Betroffene auch haben, die sich wollen und können engagieren und wollen in die Öffentlichkeit kommen. Und wir haben eben auch
neben dem Thema Assistenz haben wir eben auch das Thema Selbstvertretung, wo wir in den nächsten Jahren fördern wollen. Also dass das eben noch mehr so ist, dass Leute können Kurs machen können, um sich Fähigkeiten erwerben, um nachher sichtbar zu werden und für sich selber einstehen. Und was sind denn so Sachen bei Clea, die drücken, wo eben der Vorstand sagt, da müssen wir etwas machen, da happert jetzt noch das System? Also es ist eigentlich wissen wir ganz genau, was wir machen wollen. Und wir haben auch, also das Projekt ist schon relativ konkret. Wir müssen es jetzt einfach noch irgendwie finanzieren. Und vor allem müssen wir einfach einen Partner finden, der uns unterstützt. Darum haben wir auch den Verein gegründet. Wir wollen das nicht als quasi in Anführungszeichen Baby von der Vereinigung Cerebral machen, sondern eben mit einem unabhängigen Verein, damit möglichst viele Leute, die interessiert sind am Thema Assistenz, sich mitbeteiligen können. Es gibt ja auch noch andere Behindertenorganisationen, die in diesem Bereich tätig sind. Und wir wollen eben möglichst viel zusammen machen. Aber jetzt geht es vor allem darum, Gelder zu beschaffen und dann wirklich loszulegen. Ich will auch jetzt da nicht irgendwie mit dem Finger oder so drauf zeigen, aber nur ganz kurz und vielleicht auch ein bisschen vage gehalten. Wie ist denn die Zusammenarbeit unter den Vereinen? Also ist da durch den obersten Dachverband Inklusion Handicap noch ein bisschen mehr ein Wir-Gefühl? Weil früher habe ich immer so gedacht, jeder hat so sein Gärtchen und jeder schaut auch nur für sein Gärtchen. Siehst du da auch ein bisschen gemeinsamen Garten, den man bewirtschaftet? Also ich denke mir, also wir von der Vereinigung aus, ich denke, wir sind wirklich offen für die Zusammenarbeit mit allen. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt ein bisschen darauf an. Also jetzt zum Beispiel bei Inklusion merke ich schon, dass es im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Doppelstöckerzug hat sich also schon quasi eine Bewegung entwickelt, wo klar war, jetzt müssen wir gemeinsam gegen den Zug vorgehen, weil sonst fährt er die nächsten 40 Jahre so umeinander, dass man eben im Handrollstuhl nicht selber aussteigen kann. Und ich denke, dort hat es jetzt wirklich, dort hat es dann auch eine Bereitschaft gegeben, den Prozess zu finanzieren und so weiter. Also das ist, dort sieht man schon, dass man zusammenarbeiten will, auch über die verschiedenen Behinderungsarten, was ein ganz schlimmes Wort ist, raus. Aber das finde ich eigentlich wichtig, oder? Weil egal, ob ich jetzt eine Körperbehinderung habe oder ob ich eine Sinnesbehinderung habe oder ob ich sogar ein Mensch bin mit geistiger Behinderung. Es muss uns klar sein, dass die Diskriminierungen, die uns jeden Tag belasten, dass wir die gemeinsam überwinden müssen. Und natürlich gibt es immer noch Konkurrenz von den Behindertenorganisationen untereinander. Und das ist manchmal mühsam und hindernd. Vor allem gibt es gewisse Konkurrenz um Spenden und so weiter. Das haben wir jetzt konkret bei der Vereinigung ein bisschen weniger, weil wir haben ja Schwesterorganisation Stiftung Cerebral, die uns finanziell unterstützt, und wir haben einen Leistungsvertrag mit dem Bundesamt. Von dem her haben wir in dem Sinn nicht täglich Bedarf nach Spenden, aber das sieht natürlich bei anderen Organisationen auch anders aus. Und da gibt es zum Teil auch wirklich immer noch Konkurrenz. Ja, das ist nicht einmal bei den Organisationen. Da fährt schon ganz unten an der Basis. Oder wenn ich mit jemandem mit einer Sinnesbehinderung, wo beide wollen das Maximum erreichen, der eine braucht aber für seinen Blindenstock ein Absätzchen und ich als Rollstuhlfahrer brauche keins. Und jeder beharrt auf dem Maximum, dann findet man nicht eine Lösung. Und da kann ich mir gut auch vorstellen, zieht sich dann eben weiter in die Organisationen. Und da sage ich einfach Kompromissbereitschaft. Weil beide wollen ja eine Optimierung, oder? Und ja, Warum nicht 50% oder 75%, und jeder hat so viel wie nur 100% und der andere leidet darunter. Also ich bin 100% einverstanden. Ich denke, man muss einfach mehr miteinander reden. Also auch behinderungsübergreifend, aber auch die Behinderten untereinander und Behinderte mit Nichtbehinderten und so weiter. Weil ich meine, ich kann auch nicht von da aus entscheiden, welche Bedürfnisse du hast, obwohl du eigentlich die gleiche, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, ja, Diagnose hast wie ich, kann ich nicht von da aus entscheiden, wie das jetzt für dich aussieht in deinem Tagesablauf. Aber wenn wir über das geredet haben in einer Offenheit, dann ist es nachher klar und dann haben wir kein Problem. Und genau so soll es eben auch sein mit Sinnesbehinderungen. Oder, und das ist mir fast noch wichtiger,
ich meine, die psychisch Behinderten, das ist die grösste Gruppe innerhalb von der IV, das vergessen wir immer wieder. Das ist die schnellst wachsende Gruppe von Menschen mit Behinderung in der Schweiz. Und die sind eigentlich, weil sie halt, weil man das von außen nicht sieht, gehen sie unter. Ja. Und sie haben dann eben noch ein mehrfaches Stigma. Ich meine, weil niemand will eigentlich zustehen, dass es Psychen ist, die ihn behindert. Das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Und ein anderes Dauerthema, wo wir auch einfach noch überhaupt nie sind, ist das Thema Frauenbehinderung. Dort ist halt auch eigentlich eine dreifache Diskriminierung vorhanden, oder? Ja, das habe ich öfters gehört und ich weiss auch warum. Also, mir ist auch erklärt worden, warum. Aber willst du das noch kurz? Obwohl du jetzt nicht eine Frau bist, aber du lebst ja in einer Partnerschaft, in einer. Warum wird die Frau dreimal diskriminiert? Ja, also ich glaube einfach, es ist wirklich kein Zufall, dass die ganze Befreiungsbewegung der Behinderten eigentlich Ende 60er Jahre in Amerika angefangen hat, und dass das eigentlich gleichzeitig passiert ist mit den Kriegsveteranen, die zurückgekommen sind von Vietnam und mit der Schwarzen und eben auch mit der Frauenbewegung. Weil Frauen haben einfach aufgrund von dem, dass sie Frauen sind, erleben sie immer noch Diskriminierungen. Ob sie jetzt behindert sind oder nicht, das wissen wir ja auch in der Schweiz mit der Lohngleichheit, die nicht stimmt, oder? Und dann erleben sie, weil sie behindert sind, noch andere Diskriminierungen, wo Frauen, die nicht behindert sind, nicht haben. Und dann erleben sie wahrscheinlich auch noch als Frauen mit Behinderungen spezifische Diskriminierungen. Und das sind dann drei. Ja, also was ich auch viel noch höre, wird auch die Gruppe bei uns als Randgruppe definiert, die Homosexuellen, oder? Also das Thema Sexualität und Behinderung ist ja eh schon schwierig an und für sich. Aber dort hat man schon viel gemacht, um überhaupt einmal zu thematisieren. Da wollte ich jetzt auch nicht gross drum herumreiten. Ich habe schon viel dazu gemacht und auch mich schon viel geäussert. Aber dass es auch noch homosexuelle Behinderte gibt, die sind noch mehr stigmatisiert. Ja, logisch. Das finde ich fast noch. Ja, ich glaube, man muss einfach sich bewusst sein. Eben, Behinderung ist eigentlich ein Teil von der Gesellschaft und entsprechend gibt es alle. Genau, und entsprechend gibt es alle Probleme oder alle Auffälligkeiten, die es in der Gesellschaft gibt, gibt es auch bei den Behinderten. Eben, dass man zum Beispiel sexuell sich halt anders verhält als jetzt die sogenannte Mehrheit oder so. Und dass das dann nochmal schwieriger wird, ist einfach klar. Aber ich denke, es geht einfach darum, eben einen inklusiven Zugang zu finden zu all diesen Themen. Dass man sagt, wir sind Menschen und darum haben wir halt, ob wir jetzt behindert haben oder nicht, oder ob wir jetzt halt mit dem ins Bett gehen oder mit dieser oder so, oder haben wir das Recht, das genauso zu machen wie alle anderen auch. Und das SRF macht ja jetzt eine Dokumentation oder eine fünfteilige Reihe, wo es eben um Tabus geht. Vielleicht hast du das gesehen, ist jetzt auch Pressemitteilung online gegangen und die Zeitung mit den grossen Buchstaben hat darüber geschrieben. Hält SRF wirklich nötig, sich über Randgruppen lustig zu machen? Und ich sage immer, man kann sich über alles in einem Mass lustig machen, wenn man aber nachher kann über diese Themen auch ernsthaft diskutieren. Dann darf man sich lustig machen. Also lustig machen. Und ich habe ja, ich tue viel auch den behinderten Cartoonisten, Phil Hube, bewundern, wo auch sagt, jeder behinderte Mensch hat auch das Recht, verarscht zu werden. Weil wenn man sie nicht verarscht, grenzt man sie auch wieder aus. Genau, in dem Sinn schon. Aber ich finde schon, man muss, also ich weiss, dass Behinderte untereinander zum Teil extrem schwarzen Humor haben und so. Und das würde ich jetzt zum Beispiel nicht einfach allen unseren Mitgliedern unter die Nase reiben. Ich denke, das gibt vermutlich einen Aufruhr, oder? Also man muss auch dort gewisse, meines Erachtens muss man auch dort gewisse Grenzen einfach einhalten. Aber ich finde es wichtig, also und das ist auch richtig so, ich finde, Lachen übereinander und Humor ist sowieso sehr wichtig. Und manchmal ist halt der Humor ein bisschen frech und ein bisschen schwarz. Also ich habe nichts gegen das. Ich finde das sehr, sehr. Das gehört auch zum natürlich miteinander umgehen. Und ich weiß nicht, ob du das Buch auch schon gelesen hast vom
Raoul Krauthausen in dem Vorwort, wo ein ehemaliger Moderator hat das Vorwort geschrieben, das hat eigentlich, dass nur durch die Vielfalt eigentlich Ausdruck ist von Natur. Mhm. Dass eigentlich die Norm, die jeder anstrebt, eigentlich kontraproduktiv ist gegen das Naturell. Es ist sogar gefährlich. Ja. Also ich meine, wenn wir uns überlegen, dass wir alle gleich aussehen, dann sind wir wahrscheinlich dann irgendwo bei eben so totalitären Vorstellungen oder sogar faschistischen Vorstellungen. Und das kann uns ja nicht helfen. Also ich glaube, Vielfalt ist, das habe ich ja vorher auch gesagt, eben, wir in der Schweiz haben eigentlich total gute Voraussetzungen, um gut umzugehen mit dem. Also, weil wir das eigentlich immer schon gemacht haben. Und eben bei der Behinderung gibt es halt einfach so die falsche Haltung. Ah, das sind immer die anderen oder das ist irgendeine Randgruppe. Und das haben wir ja schon gesehen, das stimmt nicht. Und eben wenn man heute noch gesund ist, in Anführungszeichen, kann das in 10 Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Also sogar schon morgen. Genau, also, genau. Das kann sehr gross ändern. Und da braucht man einfach, also ich glaube, man braucht einfach, Inklusion ist, hat etwas zu tun mit der Offenheit vom Geist. Und es gibt auch, ich denke, es gibt auch Betroffene, wo man durchaus sich könnte wünschen, dass der Geist noch ein bisschen mehr aufgehen würde für gewisse Fragen, oder? Also man darf auch nicht meinen, dass nur die Nichtbehinderten gewisse Denkbarrieren haben. Sie gibt es auch unter Betroffenen, überhaupt.